Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Produkttest-Video auf meinem Kanal. Diesmal haben wir eine Neuheit von Blackbox Fireworks aus dem Jahr 2019. Frisch eingetroffen sind die Vogelschreck-Bombenrohre, worauf viele gewartet haben, lange, ich selber auch. 6 Bodenluftböller mit heftigem Blitzschlag und grellen Silberschweif beschreibt dies Blackbox. Ja, schauen wir mal kurz hinten nochmal auf die Verpackung. Wir haben eine NEM von 11,2 Gramm, sprich einer hat eine NEM von ca. 1,8 Gramm. Ja, an sich hochwertige Verpackung, wie man es von Blackbox kennt. So sehen sie aus, relativ hellgrüner, giftgrüner Standfuß. Aber an sich haben die eine Größe wie von den Weco Flashbang. Da werde ich einfach auch mal gucken, ob wir nochmal einen mit Weco Flashbang oder Flash and Thunder vergleichen. Beziehungsweise einer hat eine NEM von 1,9 Gramm, die Weco haben 1,8, sind auch in 1,4G eingestuft, also nicht 1,3G wie die Blackbox Vogelschreckbatterie, aber das heißt, hat da nichts zu bedeuten. Wir gucken einfach mal, ob die jetzt 4 Euro wert sind für 6 Stück ungefähr, also auch relativ teuer. Ich bin einfach mal gespannt, was die Blackbox Vogelschreckbombenrohre so können. Viel Spaß! Vogelschreckbombenrohre von Blackbox. Ich teste die auf jeden Fall nochmal separat mit den Weco Flashbang. Kommt jetzt in nächster Zeit ein Video dazu. Und hier testen wir einfach mal 2 Stück. Nummer uno und der zweite. Blackbox Vogelschreck. Halt doch ordentlich. Gleich noch ein zweiter. Meine Güte. Die Dinger sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Schöner Silberschweifaufstieg und toller Titanblitz. Echt gut, die Dinger. Kann ich empfehlen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.